Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bauforum 24TV. Und wir haben heute mal wieder einen kleinen Quick-Check im Werkzeugbereich. Und zwar die wohl kleinste Kettensäge der Welt, die Bosch EasyCut 12 mit dem Nanoblade-System. Ja, und besonderes Bonbon an die Zuschauerschaft. Ich spendiere euch das Gerät, das heißt, ihr könnt es wieder gewinnen. Näheres dazu später im Video. Tja, was hat sich Bosch denn da gedacht wohl? Wie man sieht, ist es tatsächlich die Adaption einer Kettensäge hier in den Akkuwerkzeugbereich. Ich habe euch letztens in den News ja angekündigt, dass ich demnächst mal Kettensägen für euch testen werde. Da haben wir hier so eine Makita zum Beispiel schon. Die war übrigens dafür verantwortlich, dass dieser Kollege hier so erwachsen klang im Intro und euch so ein bisschen aufs Glatteis geführt hat. Aber das dachte ich, wäre mal ganz lustig. Vor allen Dingen dachte ich im Anschluss danach, dass es noch lustiger wäre, wenn man hier wirklich den Sound hätte. Dann würde das Ding wahrscheinlich doppelt so viel Spaß machen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch hier sowas. Ne, erstmal anmachen. Und jetzt täuschend echte Soundkulisse, Sägeleistung, aber relativ bescheiden, passiert nicht viel, ist wohl auch besser so. Und dann haben wir eben diesen Kollegen und im Intro habe ich ja hier sowas geschnitten. Das ging sogar ganz gut, Schnittkante hier relativ sauber. Frage ist, was hat sich Bosch dabei gedacht? Erstmal, was auffällt, das meiste, was wir hier in der Werkstatt stehen haben und testen, ist ja eher blau von der Farbe und das ist hier Bosch Grün. Was heißt das? Ja, Bosch Grün richtet sich eher an den Heimwerker, an den Hobby-Handwerker und die blauen, die sind eher für den gewerblichen Bedarf oder für den Profi. Aber wie ihr ja alle wisst, viele von euch legen Wert auf gutes Werkzeug, sind auch bereit, mal einen Euro mehr auszugeben und freuen sich dann an guter Qualität. Oder anderes Beispiel ist ja die Capex hinter mir, da haben ja auch schon einige geschrieben, dass sie sich die für ihren Werkzeugkeller oder ihre Hobbywerkstatt gekauft haben, weil das Ding einfach Spaß macht und man dann einmal investiert und lieber einmal richtig investiert als dreimal billig verkauft. Bevor wir ins Detail gehen, wie gesagt, das ist ja heute auch wieder ein Quick-Check, also ich werde nicht wie im Akkuschrauber-Test-Stil hier ins Detail gehen. Aber Lieferumfang, was haben wir hier? Ich habe das Gerät bei Amazon gekauft, ist mir nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt worden. Ich habe selber bestellt, gekauft, bezahlt. Es gibt mehrere Versionen. Es gibt einmal die Solo-Version ohne Akku, ohne Zubehör. Und ich habe das jetzt hier mit Koffer, mit dem Ladegerät und einem 2,5 Ampere Akku. So sieht er aus. Und Freunde des gepflegten Werkzeugtests auf Bauforum 24 könnten sich jetzt erinnert fühlen an diesen Akku unter uns. Die sind im Prinzip baugleich, nur Bosch hat hier so eine Walled Garden Policy und die grünen Bosch Akkus sind nicht kompatibel mit den blauen Bosch Akkus, aber nicht, weil der Akku verschieden ist, denn der ist wirklich gleich, auch die Anschlüsse sind gleich, sondern die Kappen hier sind unterschiedlich und das ist eigentlich ein bisschen bedauerlich, weil wenn ihr mal auf Amazon guckt, dann sind die blauen Akkus in der Regel günstiger als die grünen Akkus. Ihr könnt euch aber, wenn ihr den Mut habt, die Kappen hier etwas abfeilen oder auch tauschen, das geht glaube ich auch, und dann passen die blauen Bosch Akkus auch in diese Geräte. Noch dazu gibt es ja mittlerweile von den blauen Bosch Kollegen den Akku in der Bauform in 3 Ampere Stunden Kapazität, während die grünen momentan bei 2,5 Ampere Stunden liegen. Wen die Größe nicht stört, der könnte noch diese größeren Akkus dann verwenden, die es mittlerweile in 4 und in 6 Ampere Stunden Kapazität gibt. So, aber da wir jetzt hier gerade nicht umbauen, sollen wir selber mal gucken, welcher war es. So, hier kommt der Akku rein. Das Gerät ist also sehr handlich. Was mir ein bisschen negativ auffiel, ist die Entriegelung des Akkus. Diese beiden Klammern, die müssen schon ganz ordentlich gedrückt werden. Bosch Grün ist nicht die Profiliga im Hause Bosch, aber umso mehr erstaunt hat es mich, dass hier auf dem Kasten draufsteht, 3 Jahre Garantie. Da kann man ja nicht meckern. Leistungsdaten an sich, das Gerät wird angegeben mit einer Schnitttiefe von 65 mm und Gewicht wird angegeben mit 900 Gramm. Und da wir ja von Natur aus skeptisch sind, lege ich das mal auf die Waage und siehe da, wir haben 942 Gramm. Gut, lassen wir mal in die Toleranz fallen. Dieser Aufkleber ist ja noch drauf. Syneon Chip,
Was hat es damit auf sich? Ja, Bosch sagt, das wäre ein Chip, ein Controller, der besonders den Akku entsprechend schont, das Beste an Leistung rausholt. Aber mehr konnte ich dazu auch nicht finden. Ich meine, dass hier im Controllerboard von dem Motor so ein Atmel-Chip drin ist. Und ich denke, mit diesem Chip meinen die einfachen Leistungsregler, der entsprechend den Akkustrombedarf regelt oder die Stromentnahme aus dem Akku. Wer mehr dazu weiß, kann es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Den Aufkleber hier mache ich mal ab. Ja, was fällt auf? Das Gerät ist sehr kompakt. Man hat tatsächlich so ein bisschen das Feeling wie so einen kleinen kompakten Akkuschrauber. Es gibt noch eine andere Version, die sieht eher so ein bisschen aus wie eine Stichsäge. Hier geht es ja so ein bisschen vom Formfaktor wie eine Säbelsäge. Die Version mit der Stichsäge verlinke ich euch unten auch in der Videobeschreibung, genau wie das Gerät hier, hat eben dann noch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel noch einen Winkel einstellen kann für Gärungsschnitte. Das kann ich hier nicht. Ich habe hier immer einen 90-Grad-Schnitt. Ansonsten, Sägeblatt selber ist immer gleich. Die größere Version ist allerdings kein Akkugerät, sondern ist kabelgebunden. Die Bosch EasyCut hat im Lieferumfang hier so einen Sägeblattschutz. Das ist im Prinzip wieder ähnlich auch wie bei einer großen Kettensäge. Die hat ja auch einen Sägeblattschutz. Das macht auch durchaus Sinn, aber ihr müsst aufpassen, weil ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich so ein Akkugerät in der Hand habe, dann ist immer mein Spieltrieb geweckt und ich will einfach da mal so ein bisschen drauf rumdrücken. Solltet ihr hier nicht machen, wenn der Sägeblattschutz drauf ist, weil dann klemmt das oder man beschädigt vielleicht was. Wobei es auch jetzt ein bisschen klemmt. Warum eigentlich? So, das Sägeblatt selber, das ist ja im Prinzip hier so die Schlüsseltechnologie. Es gibt wohl noch keinen anderen Hersteller, der ein vergleichbares System auf dem Markt hat. Ich habe mal ein Video gesehen von Bosch, wo die Entwickler so drüber sprechen. Das blende ich euch oben mal ein in die Infobox. Ja, und die Entwickler haben im Prinzip sich auch überlegt, Mensch, wir wollen die Schnittleistung einer großen Kettensäge eigentlich adaptieren auf so ein kleines Format. Wenn man mal sich dieses Sägeblatt genau anschaut, dann sieht man schon, dass das nicht 1:1 eine Umsetzung einer normalen Sägekette ist. Das wäre in der Größe wahrscheinlich auch schlecht möglich. Was wir haben keine Kettenschmierung. Das heißt, bei einer richtigen Kettensäge, da hast du ja Sägekettenhaftöl, was mit einer Ölpumpe immer in die Führungsschiene gegeben wird. Und damit sich das Ding nicht heiß läuft und fest frisst. Und das haben wir hier nicht. Das Ding läuft also ohne Schmierung. So gesehen, man merkt, es wird schon ein bisschen warm. Aber es funktioniert offensichtlich. Was wirklich pfiffig ist, bei einer normalen Kettensäge wechselst du ja die Kette. Und das Schwert bleibt dran, es sei denn, du würdest eine andere Länge einbauen. Hier wird beides gewechselt und zwar wird das hier einfach hochgeklappt. Und jetzt kannst du das einfach hier rausnehmen. Das ist wirklich super genial, super einfach auch. Was sich hier allerdings gezeigt hat, hier hat sich Staub angesammelt. Und der fällt, wenn du das Ding dann so hältst, teilweise hier hinten raus und dir auf die Finger. So, du hast hier quasi das Ritzel. Die Kraftübertragung im Gerät läuft so, dass der Motor mit der Welle so sitzt. Dann hast du hier ein Winkelgetriebe. Hier hast du dann das Ritzel. Und hier ist dann dieser Mitnehmer. Und der setzt sich dann hier drauf. Was du hier noch siehst, ist tatsächlich eine Feder, die als Kettenspanner funktioniert. Wenn ich jetzt den Kettenspanner entspanne, dann ist es tatsächlich wie bei einer richtigen Kettensäge, dass die Kette hier aus der Führungsschiene rauskommt. Also bei einer richtigen Kettensäge wäre auch jetzt der Moment, wo ich mal über die Spannung der Kette nachdenken sollte. Aber das passiert hier über Feder. So, jetzt drehe ich mal hier so ein bisschen. Jetzt ist sie wieder in der Führungsschiene drin. Auch genau wie bei einer großen Kettensäge ist hier vorne ein Umlenkstern eingebaut. Ja. Und die Blätter selber zeigen wir euch nochmal mit dem Mikroskop, gerade nochmal in der Vergrößerung. Bedienung selber ganz einfach. Ich habe hier einen Gasgebeschalter. Hier habe ich einen Entriegelungsknopf zur Sicherheit. Ein Gasgebeschalter ist im Prinzip stufenlos. Hier habe ich die Akku-Ladezustandsanzeige. Und dann habe ich auch noch so eine Schlaufe, damit ich mir das Ding irgendwie umhängen kann oder hier vielleicht am Handgelenk baumeln lassen kann, wozu auch immer, irgendwo aufhängen. Gehäuse selber ist hier noch gummiert, liegt wie gesagt recht gut in der Hand, zumindest für mich. Antriebseitig haben wir hier einen regulären Bürstenmotor verbaut, kein Brushless. AVI sagt, er schätzt den Motor so auf 50 bis 90 Watt, aber es ist eine herstellerinterne Bezeichnung dran. Man kann also nicht genau sehen, ob es jetzt ein Mabuchi ist oder was auch immer.
Für die, die es interessiert, Gerät ist made in Ungarn und offensichtlich verkaufen sich die Dinger ganz gut, denn ich habe es vor ein paar Tagen bestellt und habe ein Gerät aus 11/20/17 bekommen. Also da gab es keinen großartigen Lagerbestand. Der Kollege AVE hat auf seinem Kanal das Gerät hier schon mal auseinandergenommen. Verlinke ich euch oben in der Infobox das Video, falls es euch interessiert. Da seht ihr mal, wie das innen aufgebaut ist. Und der war eigentlich ganz begeistert, weil er hatte eigentlich nur eine Sache zu bemängeln, nämlich, dass dieser Umlenkmechanismus hier, dieses Scharnier aus Plastik ist und eventuell dann mal eine Sollbruchstelle sein könnte. Ob das dann wirklich so ist, weiß man nicht, wird die Zeit zeigen. Was mich allerdings fasziniert, ist wirklich dieser einfache Mechanismus. Du drückst das hier rein, drückst den rauf, drückst hier den Hebel runter und das Ding ist einsatzbereit. Es ist sogar hier noch vorgesehen, dass man das Sägeblatt nicht verkehrt rum reinmachen kann. Das passt nämlich nicht. Ja, und Thema Sägeblatt vielleicht noch gesagt, das ist eben ein Einwegsägeblatt, also ihr tauscht dieses komplette Ding und das liegt so um die 20-25 Euro, meine ich. Kann mich auch gerade täuschen, hab's nicht im Kopf. Schaut mal unten in die Beschreibung, verlinke ich euch, da könnt ihr dann den Preis sehen. Ja, und das könnte im Prinzip dann auch so ein kleiner Nachteil sein, weil ein Blatt hier von einer Stichsäge oder von einer Säbelsäge ist natürlich deutlich preiswerter. Vorteil noch ist, dass das Gerät hier sehr vibrationsarm arbeitet. Denn wenn ihr zum Beispiel mal im Garten ein paar Äste abtrennen wollt und ihr macht das mit einer Säbelsäge, dann ist es wirklich wichtig, dass die Säbelsäge hier wirklich auch einen guten Konter hat. Sonst schubbert das da rum und wackelt und vibriert ohne Ende und ihr kriegt die Kraft nicht in das Schnittgut. Und das war hier wirklich optimal. Bosch selber sagt auch, dass sie hier eine Säge konstruiert haben für den, der sonst überhaupt gar keine Erfahrung mit Werkzeugen hat. Finde ich, mag vielleicht angehen, aber man sollte sich so ein bisschen auskennen, wie man so eine Säge führt, dass man auch die Kraft hier aufs Material kriegt. Man kann hier zum Beispiel auch Tauchschnitte machen, aber das zeige ich euch gleich. Und ich zeige auch mal, wenn es um das Ablängen zum Beispiel von Kanthölzern in Hart- oder Weichholz geht, wie die anderen Kollegen hier so aufgestellt sind. Denn zum Abtrennen von Material gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die Säbelsäge oder auch klassischerweise eine Stichsäge, die Akku-Handkreissäge, hier auch eine 10/8er, was letztendlich jetzt 12 Volt heißt, ist aber das gleiche, oder so eine kleine Mini-Flex. Ich würde sagen, genug geschnackt, es kommt der Moment, an dem will die Säge sägen und das gibt's jetzt. Wir fangen erstmal hier ein bisschen Piano an, nämlich mit Kiefer. Übrigens wollte ich euch noch was sagen, das Ding hier zum Einspannen ist genial, ich liebe das, ich habe sogar mittlerweile zwei. Es gibt die von Triton, nur das gibt es von ganz vielen Firmen, ist baugleich, könnt ihr einiges an Geld sparen. Die sind dann deutlich günstiger, bekommt ihr teilweise für gut 100 Euro. Mache ich euch mal einen Link unten in die Beschreibung. Das Ding ist echt genial. Also 65 mm Schnitttiefe sollen ja möglich sein, kein Problem. Zum Vergleich sägen wir gleich noch mit den anderen Sägen und blenden euch die Zeit ein. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie schnell das Ding wirklich ist. Übrigens noch ein Hinweis, hier sind ein paar Tackerklammern drin. Nicht so gut, weil Metall, da ist das dann vielleicht schnell stumpf. So, das war's. Reißt natürlich ein bisschen aus. Also du kannst die Säge eigentlich auch so laufen lassen, aber dann dauert es etwas länger. Ich habe das wirklich wie bei einer Kettensäge so ein bisschen mit Hebeln gemacht, ohne jetzt zu viel Druck drauf zu geben. Schnittkante zeige ich euch mal im Close. So sieht der Schnitt aus. Nächster Kandidat hier im Schnittvergleich ist die GST 10/8. Das ist blaue Bosch Stichsäge mit einem Pendelhub. Ein neues Sägeblatt drin für einen schnellen Schnitt. Und Pendelhub heißt, bei der Abwärtsbewegung des Sägeblatts geht das Sägeblatt vom Holz weg. Und wenn es hoch geht, dann geht es wieder dran. Das heißt, das Sägeblatt sägt auch im Prinzip nur in der richtigen Richtung. Und Pendelhub ist eben bedeutend schneller. Die Sägekante von der Stichsäge seht ihr hier. Schnelligkeit war okay, was man aber gemerkt hat, deutlich mehr Vibration. Ne? Das überträgt sich ja auch auf die Hände, das merkst du schon deutlich. Und nächster Kandidat.
furchterregend hier mit dem dicken Sägeblatt. Das ist wirklich auch so ein Blatt für schnellen Sägefortschritt. Zum Beispiel kannst du damit auch kleine Bäumchen oder so Äste im Garten ganz gut kürzen. Sägeblatt ebenfalls neu. Akku ist voll. Los geht's. Schnittkante auch hier natürlich recht grob, ist ja auch ein grobes Blatt dran, aber auch hier habt ihr gesehen, das Ding vibriert ganz ordentlich. Ja, dann gibt es hier noch die Kreissäge, da vibriert eigentlich nichts, aber die Schnitttiefe reicht hier nicht aus. Ich habe hier noch so ein Hartholz, ich weiß gar nicht, das müsste Buche oder Eiche sein, ich glaube das ist Eiche. Und dann gucken wir mal, was da so geht. So, und los. Was man gemerkt hat, das Sägeblatt erwärmt sich jetzt schon deutlich. Die Säge hat natürlich ganz schön zu arbeiten. Schnittgüte hier von der Kante ist erstaunlich gut. Schnittkante hier mit der Stichsäge doch ein bisschen grober. Hier im Unterschied sieht man noch die von der Easy Cut mit dem Nano Blade. Jetzt wieder hier die Säbelsäge in Eiche und los geht's. Geschwindigkeit habt ihr gesehen, Schnittkante sieht so aus, aber wie man auch gesehen hat, das Ding macht echt ganz schön Vibration, ist nicht so schön. Und das fiel mir auch schon auf, wenn du zum Beispiel mit der mal im Garten irgendwo was absägst, so Sträucher oder so, dass es wirklich ganz schön vibriert. Das war jetzt auch schon grenzwertig. Nächster Kandidat ist 18 mm OSB. Kann ich euch jetzt mal zeigen, dass man eben mit dieser Säge auch Tauchschnitte machen kann. Tauchschnitte gehen so, indem ich die Säge hier ansetze und dann entsprechend eintauche. Und jetzt kann ich eben ohne Vorbohren oder dergleichen einfach hier mittendrin einen Ausschnitt machen. Tauchschnitte kannst du auch mit einer Stichsäge machen, mit sehr, sehr viel Übung. Ist es aber auch nicht so ganz ohne, weil das Ding schon mal ein bisschen schlagen kann und auch vibriert. Mit einer Säbelsäge würde ich es jetzt auch nicht machen. Frage natürlich, wie performt jetzt die Säge einfach hier mal im Längsschnitt? Das probieren wir jetzt auch mal aus, sowohl mit der als auch mit der Stichsäge. Und dann nehmen wir auch mal die kleine Kreissäge. So, das war schon ganz cool. Das Ding ist echt relativ gut abgegangen. Ich habe schon ein bisschen Druck drauf getan, hat man am Motor gehört, aber war jetzt nicht grenzwertig. Aber von wegen gerader Schnitt, du musst natürlich hier gucken, das war jetzt einfach immer nur so runtergewämst, aber dann auch nicht mehr gerade. Der Winkel natürlich schon stimmen müsste, denn wir haben ja die Auflage dafür 90 Grad Schnitte, ja, wie man sieht. Winkelig ist das Ganze. Next in line probieren wir das Ganze nochmal mit der Stichsäge. G
ging auch relativ flott. Je nachdem, wie man die Säge führt, kommt das schnell mal dazu, dass das hier ein bisschen flattert. Hat man jetzt auch gerade wieder gesehen. Also auch für den Ungeübten jetzt nicht so ganz ohne. Schnittkante selber macht jetzt hier keinen großen Unterschied. Ist bei der Stichsäge etwas weniger Ausrisse. Aber wie gesagt, OSB, ne? Ist jetzt auch kein High-End-Holz. So, jetzt kommt hier die kleine Handkreissäge, eigentlich ein witziges Gerät. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich mal irgendwo Holz hole, eine Platte und will die eben ablenken, weil ich sie sonst nicht ins Auto bekomme, dann habe ich das Ding schon öfter mal benutzt. So, und los geht's. Jo. Das würde ich sagen, war der schnellste Kandidat hier. Quasi überhaupt keine Ausrisse. Auf der anderen Seite schon noch ein bisschen. Aber auch die Schnittkante an sich ist natürlich für eine USB-Platte sehr gut. Das hier war Stichsäge und die Nanoblade-Säge und das hier war die Kreissäge. Aber jetzt möchte ich die Kollegen von Bosch nochmal beim Wort nehmen, weil hier steht ja drauf 65 mm Schnitttiefe maximal. Dieser Eichenklotz ist nämlich genau 65 mm. Wollen wir noch mal schauen, was der Kollege hier dazu sagt. Ich mache jetzt hier noch mal so einen Querschnitt. Aber dann wollen wir es dabei belassen, weil man hört auch, der ist natürlich jetzt echt an der Grenze. Klar, 65 mm Hartholz. Aber was mir jetzt gerade auffiel, ist noch, wenn du den einfach so laufen lässt runter, da passiert nicht viel. Du musst wirklich hebeln, den wie eine Kettensäge, damit da was passiert. Voilà. Und das Ding wird jetzt auch gut warm. Also, tja, wenn das jetzt nicht am laufenden Band passieren würde, finde ich, kann man es vielleicht sogar einsetzen. Und ich kann ja auch, wie gesagt, einen Tauchschnitt machen. Jetzt sagt der Akku rot, das war ihm zu viel. Das Ding stinkt wie Sau. Und wenn ihr jetzt mal guckt, dann ist der Umlenkstern, glaube ich, etwas außerhalb seiner Spezifikation gelaufen. Der ist nämlich jetzt ziemlich ausgeglüht. Vielleicht blockiert er sogar. Läuft noch. Aber liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Der Onkel macht nur Spaß. Jetzt haben wir auch mal gezeigt, denke ich, wo die Grenze ist. Das hat auch echt gestunken. Ich glaube, wäre auch eine Art und Weise, vielleicht Feuer zu machen auf einer einsamen Insel. Last but not least, ich habe euch ja versprochen, dass es diesen Kollegen hier zu gewinnen gibt für euch, für die Zuschauerschaft. Was müsst ihr dafür tun? Mich würde eure Meinung zu dem Gerät interessieren. Was meint ihr von dem Gerät? Wäre das für euch eine Option? Sollte vielleicht Bosch sogar darüber nachdenken, von der grünen Serie so ein Gerät mal zu adaptieren auf die blaue Serie? Also immer her mit euren Meinungen, Infos, Kommentaren oder auch Erfahrungen, wenn ihr schon so ein Gerät habt. Unter das Video in die Kommentare und unter allen Kommentaren verlose ich dann jemanden, der dieses Gerät bekommt. Wird benachrichtigt in den News in 2 Wochen. Das müssten dann die News Nummer 21 oder 22. Schaut in die Videobeschreibung, da schreibe ich euch nochmal das Datum, den Teilnahme, Schluss bzw. die Bedingungen rein. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, bedanke mich auch für das Zuschauen. Gerne einen Daumen hoch, Abo dalassen, falls noch nicht passiert. Nächste Woche geht's weiter. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, bis dann.